Eissandur ist eine gute Möglichkeit, wenn ich jetzt halt Fixpunkte im Eis einrichten muss, die einfach da bleiben sollen, zum Beispiel wenn ich abseilen muss und ich möchte jetzt keine Schraube hängen lassen oder zum Toprock, dann mache ich eine Eissanduhr oder eine Balakow Eissanduhr. Ich fange ganz normal an, wie wenn ich eine Eisschraube setze. Also ich kratze erst einmal dieses oberflächliche Eis weg, bis ich auf dem festen Untergrund ankomme und mache mir einen Fleck vielleicht von 30 auf 30 cm, damit ich damit meine Schrauben sauber arbeiten kann. Dann nehme ich mir ganz normal Eisschraube 16 cm, 18 cm und setze die jetzt mit der Eisschraube, wir haben sie ja leicht hängend oder senkrecht, und bei der Eissanduhr ist dasselbe. Das heißt, ich tue sie leicht hängen und dann schräg, nicht ganz oder knapp 45 Grad Winkel zum Eis einschrauben. Einmal ganz reinschrauben, bis sie wirklich ganz drin ist. Dann schraube ich sie raus. Dann nehme ich mir entweder eine zweite Schraube und stecke sie rein. Oder ich nehme jetzt meinen Fädler, da tue ich mich leichter zum Zielen, einfach damit ich beide Löcher trifft. Dann nehme ich die zweite Schraube und setze sie an, versuche da zum Zielen mit Hilfe von dem gelben Fädler, bis sie beißt das erste Mal. Dann habe ich da ungefähr nicht ganz einen 90 Grad Winkel, also es geht ein bisschen spitzer zu nach hinten. Ich klappe meine Kurbel aus, nehme den Fädler raus und schaue, ob ich hinten zusammenkomme. So, auch ganz rein. Dann kann ich die wieder rausdrehen. Dann nehme ich eine Bahnschlinge und einen Fädler, zum Beispiel den oder einen gebogenen Draht. Eine Bahnschlinge ist besser als wie eine Rebschnur, weil die mehr Auflagefläche hat. Das heißt, die schneidet sich nicht so durch die Sanduhr von hinten her dann durch. So 5 mm Rebschnur ist ungeeignet, weil es hat eine wahnsinnige Schneidwirkung. Dann stecke ich die Bahnschlinge so ein bisschen zusammen, stecke sie bis ganz hinten im Loch und dann hole ich mit meinem Fädler die Schlinge durchs Loch durch. Na, da habe ich eine super Verankerung, wo ich jetzt eine lose Rolle festmachen kann, einen Fixpunkt abseilen oder sichern.